Nee, wollte schon sagen. Wie heißt der Hotte? Colonel Ian Taggart. Aber wer ist der Clown? John Hefner, PhD, das ist ein Zivilist. Verdammt. Ja, dann suchen wir später. Also ich guck gleich nach, wo der ist. Das heißt, wir müssen erstmal eine Basis zerstören. Toll. Hat man jemanden einen Panzer zur Hand? Ja, natürlich müssen die alle bewacht sein. Gibt's auch... Ja, Moment. Da ist ein Soldat. Dann könnte ich nämlich einen Artillerieangriff anfordern. Ah, die Jungs sind zu beschäftigt mit sich selbst. Ach, komm her! Mein Kumpel hat's noch nicht mal gemerkt. Das heißt, wir werden die Basis jetzt einfach auf feinste Manier zerstören. Auch von hier oben aus. Zwar habe ich die Basis im... So. Die Basis ist aber noch am Stück. Na? Das dürfte ja kein Problem sein, einen zweiten Artillerieangriff hinterher zu schicken. Na, das war schlecht. Aber ich will jetzt nicht zu viel Aufmerksamkeit. Oh, ihr! Scheißdinger. So, jetzt geben wir der Basis den Gnadenstoß. So zerstört man effektiv Militärbasen. Jetzt brauchen wir uns eigentlich nur noch zurückzulehnen und zuzuschauen. Tschüssi! Das gefällt mir nicht. Ja, der fährt einem Thermoboric Tank, der Penner. Jetzt muss man einfach nur noch verfolgen. Ey, ich bin noch nicht mal irgendwie bedrohlich für ihn. So. Na, Kumpel. Hä? Ja, jetzt schießt einfach alles auf mich. So, ich bin jetzt einfach mal hier so cool. Bleib auf dem Panzer. Ja, tolle Idee. Zwischen den ganzen Super Soldiern. Und vielleicht mal... alles kaputt machen hier. Okay. Einfach volle Lotte, wenn die schon sehen, was die von haben. Endlich Lebensenergie. Ah, toll. Schön.
verteidige den Mont Peace. So. Jetzt muss man den Kerl einfach nur noch nach. Wenn es die Situation erfordert, kämpfen. Ansonsten. So, ihr war das. Okay, dann kann auch die Thermobarik-Kanonen benutzen. Na klasse. Hier müssen wir erstmal diese Lahmpanzer hier ausschalten. Fertig. So, ich lüge die Rüstung erstmal wieder ab. Kann ich mich auch gleiten. Du gibst. Ah, stimmt. Darf ich gleiten. Dann zwar ich diesen Red Dot Drive. Egal, bisschen Lebensenergie für den Fall der Fälle. Daneben! Du mit deinem Angeberpanzer. Alex, lauf, 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 lauf. Nach der Mission gucken wir nach diesem John Hefner PhD und konsumieren wir den halt schnell. Weiß ja, wo die Leute immer sind. Scheiß Super Soldier. So, Rüstung. Okay, der Mavorix ist also nur auf Distanz wirksam. Gut zu wissen. Nämlich die wichtigste Schwäche des Feindes. Ich glaube, so einen Thermobaric-Schuss wird man nicht so einfach überleben. So. Einfach nur hinterher. Ohne die Rüstung sind wir. Bringt es eigentlich, was jetzt am Dach zu springen, ja? Ach komm, lass mal die Rüstung an. Ich fahre bei dir am Dach, Taggart. Autsch. Moment mal. Hey, kannst du mir die Kamera bitte... Ne, die Waffen sind hinterher, wollte schon sagen. Ach komm. Klingel lassen wir auch dran. Ha! Hab ich da eben... Moment. Ich muss mir die Stelle kurz merken. Okay. Anscheinend haben wir den dann doch nicht konsumiert. Aber ich weiß dann jetzt, wo der Freak sich aufhält. Er wurde jetzt einfach mal durch das Gefecht hier getötet. Ah ja, der respawnt wieder. Das ist nicht schlimm. Aber dann erwartet sie endlich alle. Alle. Fast alle 131 Webziele. Also wir sind jetzt 128 mit Zagat, 129, 130 mit dem Typen und 131 dann der Master. Der Kopf hinter dem ganzen Scheiß. Der General, glaube ich. Oh. Er ist abgebogen, der Hund. Jetzt muss man anscheinend wieder ein paar Panzer zerstören. Kein Problem. Meins. Wow. Nummer 2. Nummer... Ey, hallo? Ich wollte gerade Nummer 3 holen. Na, geht doch. Nummer 4.
Ja, aber das ist auch mal das gefährlichste Ziel, das wichtigste mit der obersten Priorität, nämlich diesen scheiß Panzer hier markieren. Also das ist manchmal das Nervige an diesem Spiel. Das Ziel auf, was macht, manchmal macht, was sie will. So, stirb. Bams. Wir können sogar wieder einen Critical Mass Angriff starten. Na komm, Taggart. Er will zur Brücke. So, komm her. Mahlzeit. Everything here. We've been preparing to fight the wrong war. We can't beat this. We need to pull out and deal with it at a distance. Taggart, I put you in charge because I trust you to do what needs to be done. Cut the heart out of the infection. Sir, the position is untenable. These things, they're beyond our abilities. I don't want to hear one more excuse from you. You get your ass back into the field and get it done. Or don't come back. Colonel Intarat konsumiert. Und noch ein Event dazu. So, jetzt haben wir, glaube ich, genug Erfahrungspunkte. Wir haben weniger als eine Stunde. Was ist nächstes? Die letzte Person, die für all das verantwortlich ist, stirbt heute Nacht. Wenn wir es hier rausgehen. I was made for this. Citadel Command, this is Captain Cross. Mission accomplished. I have Colonel Taggart in custody, ready for extraction. Report. Taggart's order led directly to the collapse of the Central Blue Zone. Welcome home. Operation Red Light is over. What about our men? One's on the ground in Manhattan. You didn't think I was that naive, did you? When you have a festering war, saving millions of American lives. I won't let you erase New York like you erased Hope. What? We're 6 minutes out, and only I know the code. You were at Hope, Idaho. You took something from Elizabeth Green. I know what Black Watch has done. Because everyone I've killed, they're in me. They are me. That's how. I've stopped this damn thing before. Stopped it dead. Hope Idaho is just a sacrificial lamb, necessary cruelty. Shoot anything that moves. No one comes in, nothing gets out. Sir. The walkers have sealed themselves in the hospital. We have orders to liquidate the entire population. The mother and child are now military assets. And I just made general officer. You bastard. You could have stopped all this. Weapon detonates, and they think the infection is cleansed. They won't be looking for me. And when I consume you, I'll be able to stand. Was, der mich konsumieren?
Oh, Scheiße.